Namaste. Heute habe ich ein Video, das, ich nenne es einfach mal Feel Good Video. Wir versuchen so einmal alles durchzudehnen, gehen in einzelne Bereiche, gerade so in die Füße und Waden gehen wir ein bisschen intensiver, weil ich finde, das ist so die, wie so die Wurzeln beim Baum, wie die Reifen beim Auto, das ist so die Basis, von hier baut sich alles auf. Und für die heutige Sequenz brauchst du auf jeden Fall einen Ball. Ich verlinke dir wieder, welchen Ball ich benutze. Und habe eine Decke hier zur Hand. Ich benutze eine mexikanische Decke, die ist aus Baumwolle, also fester, ein bisschen fester. Wenn du eine zu weiche Fließdecke nimmst, dann sinkst du so ein. Von daher ist es ganz schön, ein bisschen festere Decke zu haben. Kannst du auch ein größeres Handtuch zum Beispiel nehmen. Das geht auch ganz gut. Und dann fangen wir an mit dem Ball. Ich nehme, wenn du zwei Bälle hast, ich nehme mal zwei Bälle und nutze einen Ball für einen Fuß, den anderen Ball für den anderen Fuß. Einfach, dass die Bälle sich auch gleichmäßig genutzt werden. Wir kommen erstmal zum Stehen. Spür den Stand. Wie stehst du auf deinen Füßen? Stehst du mehr vorne, mehr hinten, mehr außen oder mehr innen? Einfach nur wahrnehmen. Spürst du auch einen Unterschied rechts zu links? Und dann beginnen wir mit dem rechten Fuß. Du nimmst den rechten Fuß auf den Ball und beginnst einfach die Fußsohle hier auszurollen. Und ich sage immer gern, stell dir vor, du trägst eine Creme auf deine Fußsohle auf und die willst du wirklich auf die ganze Sohle, also auch auf die Unterseite deiner Zehen bringen. Die Außenkante, die Innenkante und auch die Ferse. Einmal so die Fußsohle aufwecken. Du vergisst ganz gerne die Zehen, speziell und manchmal aber auch so die innen und äußere Linie. Und dann komm langsam zur Ruhe und bring den Ball mal auf den Großzehballen. Und schau mal, dass dein Fuß auch nicht gleich nach innen oder außen rotiert ist, sondern gerade nach vorne schaut. Und dann machen wir fünf Linien. Wir gehen von der großen Zehe gerade nach hinten zur Ferse. Nicht auf die Ferse, wir stoppen vor der Ferse. Von der zweiten vor die Ferse, dritten vor die Ferse und so weiter und so weiter. Und du arbeitest einfach mit so viel Gewicht, wie es für dich angenehm ist. Ich gehe ein bisschen zur Seite, da hast du ein bisschen besseren Blick auf den Ball. Wie gesagt, habe den Ball jetzt auf dem Großzehballen und dann gehe ich ein bisschen weiter, bis der Ball gerade von dem Ball mehr oder weniger runterrollt. Und hier sinke ich hinein, heb dann die Ferse des rechten Fußes an und schau, wie viel Gewicht will ich hier drauf bringen. Du kannst dich hier auch gerne in der Wand anlehnen, man kann das auch gerne im Stuhl machen, so dass es nicht schmerzhaft ist. Es kann, sagen wir, 0 spürst du gar nichts, 10 ist intensiv, 7 ist okay, aber sollte nicht zu schmerzhaft werden. Und jetzt wollen wir wie so ein Flug langsam mit dem Ball Richtung Ferse flügen. Schau, wie tief du mit dem Fuß in den Ball hineindrücken möchtest. Ich bin etwa halber Weg zur Ferse und ich flüge langsam durch, ganz langsam. Richtung Ferse. Und wenn du vor der Ferse angekommen bist, gleich da, ganz, das ist aber ein schöner Punkt. Entspanne ich kurz, lehne mich so ein bisschen nach vorne, nimm das Gewicht weg und roll den Ball zu dem zweiten, zu der zweiten Zehe und zu den Zehenballen. Heb hier meine Ferse an, sinke in den Ball hinein und lasse dann hier ganz langsam den Ball beginnend hinter dem Ballen Richtung Ferse gehen. Schau, wie tief du sinken möchtest. Du merkst auch, wie so deine ganze Aufmerksamkeit in deine Fußsohle hineingeht, zu deinem rechten Fuß wandert und versuche langsam zu gehen, bis du vor der Ferse irgendwann angekommen bist. Lehn dich kurz nach vorne, nimm das Gewicht raus, bring den Ball zum Ballen des dritten Zehes. Natürlich steckt der Ball ein bisschen mehr, aber es ist da, wo du so die Mitte des Balles hast. Heb die Ferse an und lass den Ball so gerade von dem Ballen wieder runterrollen. Schau, wie viel Druck du auf den Ball halten möchtest und zieh eine gerade Linie von der dritten Zehe zur Ferse. Lehne so viel Gewicht weg oder nimm so viel Gewicht weg, dass es angenehm ist für dich. Und drücke den Ball so weit, dass du trotzdem was spürst.
und sich immer mehr zu dem linken Bein hinlehnen. Wenn du vor der Ferse angekommen bist, lass den vorderen Fuß sinken und dann bring nochmal zurück zum Ballen des vierten Zehes. Hebe die Ferse an, die rechte, kontrolliere den Ball, rolle von dem Ballen runter und beginne hier langsam durchzuflügen. Achte darauf, was deine Hände machen, manchmal machen die Hände lustige Sachen mit. Lass deinen Kiefer entspannt. Jetzt langsam durchrollen hier. Du willst wieder bis zur Ferse gehen. Vergiss nicht zu atmen. Sei neugierig, was für Punkte du entlang des Weges entdeckst. Sinke oder nimm das Gewicht zurück. Kleinzehballen. Und auch hier gerne die Ferse erstmal anheben, dann vom Ballen runterrollen. Direkt unterhalb des Ballens beginnst du so viel zu spielen. Wie viel Gewicht bringe ich hier rein? Jetzt bist du entlang der Außenlinie. Und die ist ein bisschen wackeliger. Bei mir zumindest, weil ich bei dir nicht. Also geh hier vielleicht ein bisschen langsamer. Achte darauf, dass du den Ball kontrollierst, dann der Ball, der dich kontrolliert. Und wenn du vor der Ferse angekommen bist, die Linie hier ist ein bisschen kürzer. Dann das Gewicht nach vorne und dann nochmal ganz schnell den Ball vor und zurück rollen. Und dann nimm den Ball zur Seite und stell dich kurz nochmal hin. Schließ deine Augen und spür den Unterschied zwischen rechts und links. Manchmal spürst du nicht nur einen Unterschied in deinem Fuß, sondern entlang des ganzen Beines, bis zum Gesäß, die Hüften, manchmal bis zur Schulter hinauf sogar. Und dann atmen wir einmal die Arme ein nach oben und aus über die Seite nach unten. Dann machen wir den anderen Fuß, nicht die anderen Fuß, den anderen Fuß. Geh auf deine linke Fußsohle und beginn erstmal hier auszurollen. Und denke wieder daran, du willst jeden Bereich des Fußes einmal erreichen mit dem Ball. Also nimm dir auch diesen Moment Zeit, einmal hier jeder Zehe Hallo zu sagen. Und denk dran, du hast eine Außenlinie, eine Linie in der Mitte und eine Innenlinie, Fußgewölbe. Und auch die Ferse möchte einmal Aufmerksamkeit bekommen. Und dann finde langsam zur Ruhe und bring den Ball unter den Großzehballen. Kontrolliere den Ball. Wenn du zu weit hinten stehst mit dem anderen Bein, dann ist es schwieriger, den Ball zu kontrollieren. Das heißt, je mehr du den Fuß auch etwas näher zu dem anderen Fuß positionierst, umso einfacher ist es hier auch kontrolliert zu üben. Heb die linke Ferse an, roll sanft vom Ballen runter. Sink in den Ball, soweit es angenehm ist und lass ganz langsam den Ball Richtung Ferse gehen. Atme weiter, beiß nicht die Kiefer oder spann nicht dein Kiefergelenk an. Beiß nicht die Zähne zusammen. Geh langsam. Große Zehe Richtung Ferse. Ich bin so zwei Drittel des Weges. Ich spüre heute ganz viele interessante Punkte hier in meiner Fußsohle. Aber immer so, dass du weiter atmen kannst. Ganz entspannt. Und irgendwann bist du vor der Ferse angekommen und verlagere das Gewicht einmal so kurz nach vorne. Nimm das Gewicht weg. Und komm erstmal zum Ballen meines zweiten Zehs. Da kann man auch gerne mal nach unten schauen und kontrollieren. Und dann heb die Ferse an und roll praktisch so vom Ballen runter. Und schau, wie viel Gewicht du reinbringen willst. Und dann achte auch darauf, man hat die Tendenz, beginn langsam deine Reise Richtung Ferse, dass er immer nach unten schauen möchte zum Ball. Ist dann wiederum nicht gut für deinen Nacken. Also schau einen Punkt an auf Augenhöhe. Und nur wenn du das Gefühl hast, so einen kontrollierenden Blick mal nach unten werfen zu müssen, mach das. Ansonsten schau, wenn möglich, weiter geradeaus. Ich ertappe mich da selber immer wieder dabei, dass ich nach unten schaue. Und ganz langsam flügst du durch bis zur Ferse. Wenn du vor der Ferse angekommen bist, lehnst du dich einmal nach vorne, nimmst das Gewicht raus und kommst zurück zur dritten Zehe, Zehenballen der dritten Zehe. Und dann auch hier die Ferse anheben, dann erstmal vom Ballen runterrollen. Schau, wie viel Gewicht willst du hier reinbringen. Das Standbein kannst du immer gerne ein bisschen beugen. Und langsam flüge. Sind wir in der mittleren Linie. Flüge Richtung Ferse. Du
kannst dir das Video jederzeit pausieren, wenn du diese Übung spürst, die tut dir gut. Kannst du auch jederzeit hier noch ein bisschen langsamer durchgehen. Also es ist immer möglich, noch langsamer zu gehen, sich noch mehr Zeit zu lassen. Ich mache es nicht so langsam heute, einfach, dass das Video noch keine 2 Stunden lang wird. Wenn du vor der Ferse angekommen bist, lehn dich nach vorne, nimm das Gewicht raus, komm zur vierten Zehe. Ich schaue schon immer auch nach unten, kontrolliere, dass mein Fuß noch gerade ausgerichtet ist. Heb die Ferse an, roll vom Ballen runter, sinke in den Ball und beginne dann ganz langsam hier meinen Blick wieder nach oben zu richten und den Ball Richtung Ferse gehen zu lassen. Tief ein und aus. Bis zur Ferse, wenn du an der Ferse angekommen bist, einmal so nach vorne verlagern, dann nehme ich das Gewicht raus und komme jetzt zur kleinen Zehe. Denk wieder daran, es ist am schwierigsten zu kontrollieren, da wackelt es gern am meisten. Heb die Ferse an, kontrolliere den Ball und dann geh erstmal so vom Ballen runter, nimm erstmal Kontakt auf, wie viel Druck ist gut hier für dich heute und dann beginne deine Reise Richtung Ferse. Ganz langsam, ganz bewusst spüren. Weiter atmen. Entspannt. Wenn du vor der Ferse angekommen bist. Kurz nach vorne. Gewicht rausnehmen und nochmal ganz sanft. Nochmal die ganze Fußsohle, speziell den Bereich, wo wir es gerollt haben, nochmal mit dem Ball bearbeiten. Kommst du nochmal zum Stehen. Spür nochmal, wie du jetzt geerdet stehst auf beiden Füßen. So richtig einen festen Stand hast. Und deine Fußsohle so eine richtige maximale Auflagefläche. Nimm die Bälle jetzt zur Seite, dass du nicht auf deiner Matte rumliegen und vielleicht noch drüber stolperst. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann komm nochmal zurück zum Stehen. Im Einatmen beide Arme hoch. Und ausatmen, nimm die Arme nach unten. Einatmen, den rechten Arm nach oben. Ausatmen, beuge dich nach links. Einatmen, der linke Arm geht hoch, der rechte nach unten. Und ausatmen, beuge dich nach rechts. Das noch einmal einatmen. Und ausatmen. Noch einmal ein. Und aus. Und dann komm langsam zurück. Zieh die Schulter mal nach oben. Lass die Schulter nach unten gehen. Jetzt halten wir die Seitbeuge. Dafür bring dein Gewicht auf den linken Fuß. Nimm das rechte Bein hinter das linke Bein. Und wenn du kannst, komm auf die rechte Außenkante deines Fußes. Wenn das sich unangenehm anfühlt, bring die ganze Fußsohle auf den Boden. Meine Beine schieben sanft zusammen, die Oberschenkel. Ich nehme den rechten Arm hoch. Und dann beuge ich mich nach links. Kannst dann gerne die Hand hier links in die Taille nehmen. Spür die Aufspannung. Achte darauf, dass du nicht im Hohlkreuz bist. Atme tief ein und aus. Schieb das Becken ein bisschen mehr nach rechts. Tief ein und aus. Und schiebe etwas mehr nach rechts. Und dann komm langsam zurück. Löse auf. Und löse auch langsam die Beine auf. Und dann mach das Ganze zur anderen Seite. Verlager dein Gewicht auf den rechten Fuß. Nimm das linke Bein und bring es hinter das rechte Bein. Und dann merkst du schon, da muss man erst mal seine Balance finden. Ich fange oftmals auch an mit der Fußsohle auf dem Boden. Und dann schaue ich, ob ich hier das Gewicht so ein bisschen mehr auf die linke, auf die Außenkante des linken Fußes verlagern kann. Rechte Hand in die Taille, linke Arm hoch, atme ein. Und mit der Ausatmung komm in deine Seitbeuge hinein. Achte darauf, dass du nicht im Hohlkreuz bist. Bauchdecke sanft nach innen. Spür die Aufspannung. Schieb dein Becken so weit du kannst nach links. Atme weiter. Tief ein und aus. Nochmal einmal tief ein und aus. Und dann komm langsam zurück. Löse Arme und Beine auf. Nimm einatmen die Schulter nach oben und ausatmen nach unten.
die Hände an deinen unteren Rücken. Atme ein. Mit der Ausatmung lass die Hände über dein Gesäß gleiten. Zu deinem Kniekehlen erstmal. Komm in deine erste Vorbeuge und dann gleite die Hände entlang deiner Körpervorderseite wieder hoch. Immer ausatmend, gleite nach unten. Und einatmen, komm hoch. Immer ausatmen, gleite nach unten. Und dann lass dich hier kurz aushängen. Schau mal, vielleicht kommen die Fingerspitzen vielleicht über die flache Hand bei dir auf den Boden. Schau, was passt hier für dich. Atme tief ein und aus. Und dann kommen wir in so ein dynamisches Beugen und Strecken der Beine. Das heißt, du beugst deine Beine und du streckst deine Beine. Du beugst. Der Oberkörper geht einfach mit, so wie es für dich passt. Und strecke und beuge. Die Idee ist, dass der Bauch relativ nah an den Oberschenkeln bleibt. Du beugst ein. Und ausstreckst, noch einmal ein und dann strecke nochmal, schau, wo du deine Hände jetzt hinbringen kannst, vielleicht hältst du auch an den Ellbogen fest und dann zieh mal deine Zehen an, zieh deine Zehen hoch, zieh die Zehen an, roll dein Kinn ein, zieh dein Kinn so groß, streck deine Beine, die Sitzknochen gehen hoch zur Decke, atme tief ein und aus, spür die Länge. Entspann deine Zehen und bring die Hände wieder zu deinen Beinen, beug die Knie und komm langsam wieder hoch. Atme ein. Atme aus. Bleib so ein bisschen seitlich, ist auch für die nächste Übung besser. Und zwar nehmen wir den rechten Fuß nach hinten und du kommst hier auf deine Fußsohle drauf. Entschuldige, auf den Fußspann drauf. Und schau, dass du hier nicht wackelst. Manchmal nehme ich mir hier auch die Wand mit dazu. Also halte mich hier in der Wand fest und mache dann den Fuß nach hinten, dass ich ein bisschen mehr Stabilität habe. Gehe mal diagonal, dass du mich besser siehst. Schau, dass das nicht krampft für dich. Wenn es krampft, stell die Zehen auf. Also achte hier darauf. Gedacht ist der Fuß so, als ob der so nach vorne gehen würde. Als ob du einen Fußball wegkicken würdest. Nimm den rechten Arm hoch. Flex die Hand, sodass die Handinnenfläche hoch zur Decke schaut. Und dann schieb die Hand nach hinten. Schau einen festen Punkt an, der nicht wackelt. Atme tief ein und aus. Das hintere Bein, das rechte Bein ist gestreckt. Mein Standbein vorne ist ein bisschen gebeugt. Und dann löse auf. Und dann mach auch dieses einmal auskicken. Gut. Machen wir die andere Seite. Nimm den linken Fuß nach hinten. Auch hier entscheide, ob du mit einer Wand arbeiten möchtest. Das hintere Bein ist gestreckt, mein vorderes Standbein habe ich ein bisschen gebeugt. Und denke daran, wenn die Energie ist, so das Bein so nach vorne gehen wollte. Genau. Dann nimmst du die gleiche Seite, linker Arm hoch, Handinnenfläche hoch zur Decke. Und dann lass die Fingerspitzen nach hinten gehen. Spür, wie die linke Seite sich aufspannt. Hier halte ich gern fest, das kann auch ein Stuhl hier rechts von dir sein. Atme tief ein, atme aus. Und dann löse auf und dann kicker so nach vorne und schüttel die Beine nochmal aus. Dann komm mit den Händen nochmal zum unteren Rücken. Atme ein und atme aus. Lass die Hände über das Gesäß, über die Beine nach unten gleiten. Und komm nochmal in deine Vorbeuge hinein. Schaukel gerne so ein bisschen nach rechts und links. Und beginn dann mit so Halbkreisen. So Halbkreise, dass du außen mit deinem rechten Fuß, außen zum linken Fuß kommst. Und Halbkreis mit den Fingerspitzen oder mit den Händen in der Luft ziehst. Schau, was für dich passt. Und dann lass die Hände, die Fingerspitzen kurz rechts oder leg die Hände auch gerne hier ans Bein. Atme tief ein. Atme aus. Tief einatmen. Und aus. Und dann gleite die Finger nach links, auch hier Boden oder außen an deinem Schienbein. Atme ein, atme aus, atme ein, atme aus. Und dann komm nochmal zurück zur Mitte. Zieh mal deine Sitzknochen nochmal hoch zur Decke, heb die Zehen nochmal an. Und vielleicht sein Kinn so ein bisschen einrollen, Runde des Kopfes Richtung Boden.
Dann beweg die Schultern hier ganz entspannt. Roll die Schulter nach hinten. Beginn dabei, deine Knie zu beugen. Und komm langsam nochmal nach oben zum Stehen. Roll die Schulter nach oben und hinten. Komm einatmen hoch. Ausatmen nach unten. Noch ein letztes Mal wollen wir die an der vorderen Aufspannung des Körpers arbeiten. Dafür gehen wir so rum. Geht der rechte Fuß nochmal nach hinten. Also rechter Fuß nochmal nach hinten. Genau, weil ich merke, das zweite Mal klappt es oftmals auch schon besser. Und ich habe eine sehr weiche Matte. Je härter der Untergrund ist, desto einfacher wird es auch. Nimm die Arme hoch in so einem V und drehe dich nach links. Mein rechtes Bein ist hinten. Ich drehe mich nach links. Atme tief ein und aus. Und dann komm zurück, nimm die Arme nach unten und dann kick das Bein nochmal weg. Richtig mit Schwung. Okay, Beine ausschütteln. Andere Seite. Du nimmst das andere Bein, das linke Bein nach hinten. Fußspann ist wieder auf dem Boden. Mein vorderes Knie habe ich ein bisschen gebeugt. Das ist so ein bisschen, was am besten stimmt in deinem Körper. Hinteres Bein ist so gut wie geht gestreckt. Nimm die Arme hoch und im V. Dreh dich nach rechts. Linkes Bein ist hinten. Ich drehe mich nach rechts. Freu dich über jeden Wackler, der trainiert die kleinen Muskeln. Atme tief ein und aus. Nochmal tief ein und aus. Komm zurück, nimm die Arme nach unten und das Bein nochmal nach vorne kicken. Gut. Dann habt die Decke gleich zur Hand. Komm zum Ende deiner Yogamatte. Nimm einatmen, die Arme hoch. Ausatmen, nimm die Arme nach unten, Hände zu deinem unteren Rücken. Atme ein, atme aus, lass deine Arme über dein Gesäß nach unten gehen. Und wander mit deinen Händen auf dem Boden langsam nach vorne. Spreiz deine Hände, wander die Füße ein ganz kleines bisschen weiter auseinander. Und dann schieb dich von den Händen, schieb dein Steißbein nach oben, hinten raus, mach dich ganz lang. Und auch hier nochmal aufspannen, heb deine Sitzknochen an. Vielleicht kannst du sogar deine Zehen anheben. Schau mal, was passt für dich. Und dann lass die Knie etwas weich werden, leg die Zehen wieder ab, schieb dein Steißbein noch ein bisschen länger nach hinten raus und roll den Kopf ein. Kinn zur Brust. Oh, dann komm nach unten in den Vierfüßler. Und beginne mit entspannten Katze und Kurbel und runde deinen Rücken. Ausatmen, Runde. Einatmen, Wölbe. Ausatmen, Runde. Einatmen, Wölbe. Und nochmal werde rund. Und Wölbe nochmal. Und dann gerne, wenn du möchtest, komm kurz nach hinten. Bring die Knie auseinander, die großen Zehen berühren sich. Und du kannst dich hier gerne kurz in die Stellung des Kindes nach unten ablegen. Ich habe immer gerne die Hände unter meiner Stirn. Das hängt bei mir aber einfach mit einer Vorgeschichte in meiner Hüfte zusammen. Du kannst gerne die Stirn auf dem Boden ablegen. Die Beine können auch gern zusammenbleiben. Finde ja deine Position. Erlaube dir, die Position zu finden, die dir gerade gut tut. Atme nochmal tief ein. Atme aus. Und dann komm langsam hoch und nimm deine Decke. Die Decke habe ich einmal gefaltet. Falte das zu Ende nochmal. Und dann habe ich hier so ein geschlossenes Ende, das ein bisschen breiter ist wie meine Schultern. Und das lege ich vor mich. Schlag die Decke etwa eine Handlänge ein. Und mach dann hier eine schöne, feste, aufgerollte Decke. Ich bleibe hier auch so ein ganz kleines bisschen zur Seite erstmal, damit du siehst, was ich mache. Und nimmst du die Decke hier und bringst hier hinten in deine Kniekehlen hinein. Also richtig schön hier hineinschubsen. Und dann setzt du dich nach hinten ab. Seht, ich habe meinen Fußspann ausgestreckt. Es kann manchmal sein, dass das zu intensiv wird für den Fußspann. Da kann man auch mal wechseln. Kann hier mal die Zehen aufstellen für einen Moment und kann sich so in die Decke hineinsinken lassen. Wenn das gar nicht geht für deinen Fußspann, dann setz dich noch mit Beinen nach vorne ausgestreckt aus und bring die Decke hier
So gerade so unter deine Kniescheiben. Und wandere dann hier mit der Decke nach unten, wenn der Kniesitz nichts für dich ist. Dann bist du wahrscheinlich inzwischen in deiner Variante angekommen. Und dann sinke in die Decke hinein. Die rutscht auch so ein bisschen weg wieder von der Kniekehle. Das ist absolut okay. Und dann lass deinen Kopf nach rechts sinken. Bring deinen Kopf zurück zur Mitte. Neig deinen Kopf nach links und zieh die linke Schulter hoch. Bring den Kopf zurück zur Mitte, das ist deine Einatmung. Ausatmen, lass den Kopf nach rechts sinken, die Schulter bleibt unten. Ein, zur Mitte. Aus, sinkt der Kopf nach links, die Schulter, die linke Schulter kommt hoch. Ein, zurück zur Mitte. Aus, sinkt der Kopf nach rechts, diesmal bleibt die Schulter unten. Ein, zurück zur Mitte. Aus, noch einmal. Und dann kommt zurück. Und dann nehmen wir die Decke ein bisschen weiter Richtung Fersen, etwa so. Halber Weg. Und dann setz dich auch wieder in die Decke hinein. Wenn du die Beine ausgestreckt auf der Decke liegen hast, dann nimm die Decke einfach ein bisschen weiter nach unten, dass jetzt so der halber Weg Richtung Ferse bist. Arme hängen wieder. Wenn du sitzt, habe ich ganz vergessen, es kann sein, dass du die Hände so ein bisschen weiter ausbreiten musst zur Seite, dass du sie entspannt ablegen kannst, dass die Schulter nicht hochkommt. Und dann lässt du den Kopf nach links gehen. Kommst zurück zur Mitte. Lass den Kopf nach rechts gehen und zieh die Schulter hoch. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, Kopf senkt sich nach links, Schulter bleibt unten. Ein, zurück zur Mitte. Aus, nach rechts, ein, zurück zur Mitte, aus, nach links, Schulter bleibt unten, ein, zurück zur Mitte, aus, nach rechts, noch einmal, ein und aus, nach links und ein und aus, nach rechts, zieh die Schulter hoch. Löse auf. Bring die gerollte Decke jetzt gerade oberhalb von deiner Ferse. Setz dich hier ab. Wenn du nach vorne ausgestreckt sitzt, dann lass die Bereich oberhalb der Ferse jetzt auf der Decke ruhen. Und drehe mich mal etwas rum. Die Arme gehen in deiner Sitzvariante zur Seite raus. Und dann drehe die Handinnenflächen mal hoch zur Decke und drehe sie nach unten. Drehe nochmal hoch zur Decke. Drehe nach unten. Und dann drehe die Handinnenflächen nach vorne. Drehe dich ganz langsam nach rechts. Die linke Hand kommt außen an den rechten Oberschenkel. Die rechte Hand senkst du so ein bisschen nach unten, dass die Fingerspitzen Richtung Boden eher so 45 Grad nach unten gehen. Und dann drehe deinen Kopf und schau, soweit es angenehm ist für dich, über die rechte Schulter nach hinten. Achte darauf, dass du hier nicht zu tief gehst, nicht zu weit gehst. Atme tief ein und aus. Und dann löse deinen Kopf auf und dann lass den Arm kreisen. Große Kreise mit dem rechten Arm. Dreimal. Und dann bring den Arm, Unterarm parallel und dann kreis den Ellbogen zurück dreimal. Dreimal große Kreise. Und dann bleibst du, wenn die Decke dich arg quält, nimm die Decke raus. Ansonsten bleiben wir noch für die andere Seite. Die Arme kommen schon gleich nach oben hier, diesmal mit den Handinnenflächen auch gleich nach vorne. Und dann drehst du dich nach links. Die rechte Hand kommt außen an deinen linken Oberschenkel. Die linke Hand lässt du so diagonal 45 Grad etwa nach unten zeigen, Richtung Boden. Und dann drehst du den Kopf, schaust über die hintere Schulter, auch nur so weit es dir angenehm ist. Atme tief ein, atme aus, sinke in deinen Sitz hinein, Wirbelsäule bleibt aufgerichtet. Atme ein. Aus. Nochmal ein. Und aus. Löse deinen Kopf auf und beginn den Arm zu kreisen. Dreimal nach vorne. Und das nächste Mal, wenn du nach vorne nichts anbringst, beugst du den Arm so an, lässt den Ellbogen, den Arm nach hinten kreisen. Ja.
Nimm die Decke raus. Lass die gerollte Decke aber, die benutzen wir gleich nochmal. Und setz dich aber gerne nochmal zurück. Also wenn du wirklich Probleme hast mit dem Kniesitz, gerade so von den Waden, Knien kommend, ist das eine schöne Übung, die man ab und an mal machen kann. Und du spürst vielleicht so, gerade so, wenn die Waden arg verspannt sind, das Gefühl, die Waden sind so ein bisschen weniger dominant jetzt. Wir kommen nochmal in den Vierfüßler hinein. Und wir gehen hier nochmal zurück und zu runden. Und zu wölben. Und noch einmal Runde. Und wölben. Dann komm in eine neutrale Position hinein. Zieh die Bauchdecke nach innen. Also lass den Bauch nicht hängen, sondern zieh die Bauchdecke vom Boden weg. Stell einen Fuß nach hinten auf. Bauchdecke aktiv nach innen. Die Hände sind gespreizt und schieben dich vom Boden weg. Und auch deine Schulterblätter gehen so ein bisschen auseinander. Und dann stell den anderen Fuß nach hinten auf, roll dein Steißbein ein, schieb dich mit den Händen vom Boden weg, Steißbein ist eingerollt. Atme tief ein und aus, schieb lang durch die Fersen hinten. Nochmal tief ein und aus. Tief ein und aus. Wenn du kannst, noch zwei Atemzüge ein. Bring jederzeit auch gerne die Knie nach unten. Letztes Mal ein. Und ausatmen, bring die Knie nach unten, komm langsam in die Bauchlage. Und mach ein Kissen mit deinen Händen und schüttel dein Becken nach rechts und links. Und dann läng die Beine so ein bisschen aus dem Becken nach hinten raus, hab die Füße hüftbreit auseinander und leg deine Stirn ab und bring die Arme in so eine Kerzenhalterposition. Einatmen, heb den Kopf an. Ausatmen, lass den Kopf absinken. Einatmen, heb die Arme an. Ausatmen, sinken sie. Einatmen, heb der Kopf. Ausatmen, sinke. Einatmen, die Arme ausatmen. Bevor wir die nächste Runde machen, beobachte mal, was ganz automatisch oftmals mit deinen Beinen, mit deinem Schambein passiert. Achte darauf, dass dieser Fußspann sich nicht vom Boden löst. Und spür mal, wenn du deinen Kopf anhebst, wie manchmal ganz natürlich das Schambein so ein bisschen tiefer in die Matte hineinsinkt. Und dann entspannen. Und wenn du die Arme jetzt anhebst, dann hebst du nicht die Arme an, sondern die Schulter, zieh mal die Schulterblätter zusammen. Schließe den Bereich zwischen den Schulterblättern und leg die Arme wieder ab. Und jetzt heben wir die Beine an, flexen die Knie, Fußsohle ein paar Mal, entschuldigt die Fußsohle, die Knöchel ein paar Mal kreisen in eine Richtung und in die andere Richtung. Dann habt die Fußsohlen hoch zur Decke geneigt. Auch hier das Schambein sinkt erstmal schwer Richtung Boden. Man verspürt mal schon, wie die Beine dann so ein bisschen hochgehen. Die Beine gehen jetzt auch gar nicht viel weiter hoch. Lass dein Schambein schwer werden, heb den Kopf an. Und hebt die Arme an. Fußsohlen sind hoch zur Decke ausgerichtet, Schulterblätter sind zusammen, Schambein sinkt schwer in den Boden hinein. Noch zwei Atemzüge. Noch eine tiefe Ein- und Ausatmung. Entspann deine Beine, leg dich auf einer Wange ab, lass dein Becken nach rechts und links gehen. Da kommen wir ganz kurz in die Rückenlage. Und dann machen wir die Stellung des Kindes in der Rückenlage, in der Variante, dass du die Knie zur Brust hinnimmst und dich nach rechts und links schaukelst. Den unteren Rücken jetzt ausmassierst. Spür die Massage rechts und links. Hast, das jetzt ist gut. Dann bringst du langsam die Füße wieder zurück. Erlaube dir jederzeit auch gerne das Video zu pausieren. Bring die Arme auf Schulterhöhe zur Seite raus. Wander die Füße auseinander, sodass sie so weiter wie hüftbreit auseinander sind. Und dann lass die Beine ausatmen, nach links fallen. Ein zurück zur Mitte, aus nach rechts. Ein zur Mitte, aus nach links. Ein zur Mitte, aus nach rechts
Und ein. Und aus. Und nimm auch hier wahr, ob du einen Unterschied spürst zwischen rechts und links. Eine Variante, die hier manchmal schön ist oder angenehm ist, kannst du mal gerne ausprobieren, ist, wenn du die Beine nach links gehst, du kickst das rechte Bein ein bisschen hoch, vielleicht sogar bis Richtung linke Hand. Und dann stellst du den Fuß auf und dann schau mal, ob ich zur anderen Seite kann, ich gar nicht so weit kicken, weil da meine Wand im Weg ist, aber du hast die Idee. Und dann nochmal zur anderen Seite und komm zurück. Und mit oder ohne Bein kicken. Und komm zurück. Und mach noch zweimal jede Seite. Ich höre jetzt auf mit dem Kicken, weil das sich so einseitig anfühlt mit meiner Wand hier im Weg. Wenn du das Kicken machst, mach es immer sanft und geführt und schwing das Bein nicht wie verrückt zur Seite. Gut. Komm zurück zur Mitte. Lass deine Beine einmal ausgleiten. Nimm die Arme einmal weit nach oben, auch wieder in so einer V-Position. Spür die Öffnung in deinem Körper. Spür, wie es sich jetzt anfühlt, auf dem Boden zu liegen. Streck dich einmal ganz lang, verhack die Hände, spreiz auch gerne die Zehen, streck dich einmal ganz lang. Und dann kommen wir noch in eine passive Öffnung für unsere Schulter. Dafür rollst du dich über die Seite, kommst hoch. Und du nimmst die gerollte Decke, die wir noch hier haben, und legst sie nochmal auf deine Matte drauf. Und spür mal den unteren Bereich deiner Rippen, hier wo dein Brustkorb aufhört. Und geh mal dann hier nach hinten, wo auch hier im Rücken der Brustkorb endet. Dann hier hast du den unteren Rücken. Die Decke beginnt gleich hier. Also der Brustkorb liegt noch komplett auf der Decke drauf, der untere Rücken, dein Gesäß schon nicht mehr. Also hier beginnt die Decke und bis zum Kopf liegt dann alles auf der gerollten Decke auf. Da kommst du erstmal mit dem Rücken zur Decke hin und schau, dass wirklich die Decke hier an der untersten Rippe beginnt. Ein Zentimeter hin und her kommt es nicht drauf an, aber so dass du spürst, so der untere Rücken, wenn du so Bauchnabelrückseite, so dieser Bereich, der untere Rücken ist frei. Und dann, wenn du möchtest, kann man sich auch hier ein Kissen unter dem Kopf und unter dem Nacken machen. Wenn du das Gefühl hast, du schaust sehr nach oben und hinten, wenn dein Blick relativ entspannt nach oben ist, du das Gefühl hast, das Kinn ist hier entspannt und nicht nach oben ausgerichtet. Und dann lass gerne die Beine ausgleiten hier. Wackel dich gerne auch so ein bisschen in die Position hinein. Und dann spür, dass du so richtig hier auf der Wirbelsäule drauf bist. Die Schultern fallen rechts und links zur Seite. Deine Augen sind jetzt geschlossen. Bevor wir ganz in die Ruhe kommen, bring mal deine Arme auf Schulterhöhe, auf der kleinen Fingerseite ruhend. Und dann lass die Arme nach unten gleiten, Richtung Körper. Dann lass die Arme auf der kleinen Fingerseite wieder zurückgehen, auf Schulterhöhe, öffne die Handinnenflächen hoch zur Decke. Und dann komm auf die Daumenseite und wenn du weiter hier hoch gehst, soweit du kannst, dann kommen vielleicht die Handinnenflächen oberhalb von deinem Kopf zusammen, aber lass die Hände auf dem Boden, also nicht, dass die Arme hochkommen, geh nur so weit, dass du auf dem Boden gleiten kannst. Öffne wieder, die Handinnenflächen gehen hoch zur Decke, etwa auf Schulterhöhe. Und wenn du nach unten Richtung Körper gehst, drehen sich die Handinnenflächen wieder Richtung Körper. Du öffnest, die Handinnenflächen zeigen zum Körper hin. Du beginnst, sie zu öffnen auf Schulterhöhe, zeigen sie zur Decke hin. Dann drehst du weiter, dass du auf der Daumenseite bist und die Handinnenflächen sind zueinander ausgerichtet. Und dann gehen wir noch einmal auf diesem Weg nach unten. Ellbogen sind sanft und gebeugt, die Arme gleiten ganz schwer auf dem Boden. Und wenn du am Körper angekommen bist, dann schau, wo ist deine Position hier? Wo möchtest du deine Arme hier positionieren? Das kann gerne auf Schulterhöhe sein, kann sogar weiter oben sein, wenn du möchtest. Wo passt es für dich? Wo hast du das Gefühl, du sinkst nach wie vor in die Decke hinein? Kannst aber trotzdem... Also kannst loslassen, die Schulter hängt und hast das Gefühl, du bist hier so angespannt und willst komplett loslassen können. Und manchmal merke ich selber, dass ich ein bisschen zu ambitious bin und dann tue ich meine Arme ein bisschen runter und dann merke ich, wie der ganze
Schulterapparat sich viel mehr entspannen kann. Auch wenn sich die größere Öffnung gut anfühlt, ist doch die manchmal etwas kleinere Öffnung genauso wirkungsvoll, nur weniger anstrengend. Atme tief ein und aus. Deine Finger sind sanft eingerollt. Deine Handgelenke sind sanft und entspannt. Die Ellbogen sind nicht komplett durchgestreckt, sondern die Arme sind etwas gebeugt, sodass die Arme ganz schwer auf dem Boden liegen. Spür mal, wo die Decke die Wirbelsäule berührt oder wo die Wirbelsäule auf der Decke liegt. Nimm auch mal wahr, wie die Schulterblätter rechts und links Richtung Boden sinken können. Und wie das eine Öffnung vorne von deinem Brustbein zu den Schultern hin ermöglicht. Dann bring deine Aufmerksamkeit auch nach vorne zu deinem Brustbein, Mitte der Brust. Und lass wie so eine, fast wie so Honig ähnlich, so ein ganz langsames, warmes Fließen von der Mitte deiner Brust, eine Entspannung wie Honig zu deinen Schultern hinfließen. Atme ein und atme aus. Ganz langsam, ganz weich. Entspanne tiefer und tiefer mit jedem Atemzug. Das nächste Mal, wenn du ausatmest, atme durch die Nase aus, aber öffne ganz sanft deine Lippen und lass den Kiefer entspannen. Manchmal wechselt dann die Ausatmung ganz automatisch zum Mund hin. Mach das nochmal. Atme ein mit der Ausatmung, entspanne deinen Kiefer und merk, auch wenn du es versuchen möchtest, automatisch kommt so ein entspanntes Ausatmen durch den Mund. Mach das noch zweimal. Lass deinen Kiefer entspannen, schließ die Lippen wieder sanft. Genieße die Öffnung für einen Moment in der Stille, bis du wieder meine Stimme hörst. Beginne langsam deine Zehen zu bewegen und deine Finger zu bewegen. Beweg deine Handgelenke und deine Knöchel. Beug deine Ellbogen, vielleicht magst du die Arme strecken. Nach oben, nach hinten. Roll deine Beine so, dass die Kniescheiben hoch zur Decke schauen. Beug ein Bein an. Beug das andere Bein an. Roll dich über die Seite und nimm die gerollte Decke raus. Meine wollte gerade nicht raus. Und komm nochmal zurück in die Rückenlage. Und spür dieses fast Verschwundensein deiner Wirbelsäule. Diesen Raum, den wir geschaffen haben.
einen Raum, wo du vielleicht spürst, dass jetzt Energie, Wärme fließt, da gerade eben noch die Decke war. Spür die Entspannung in deinem Brustkorb. Spür deine Arme ganz entspannt aufliegen. Genieß diese Entspannung noch für einen kurzen Moment mit mir in der Ruhe. Und dann beginne wieder tiefer ein- und auszuatmen, dich zu bewegen, langsam und bewusst zu regeln und zu strecken. Jegliche Richtung, die dir jetzt gut tut, bevor du dann auch langsam hier wieder die Kniescheiben hoch zur Decke drehst, nochmal die Beine anbeugst und hier nochmal schaust, möchtest du nochmal in Tränen hineinkommen. Dann möchtest du die Beine nochmal zur Brust hinnehmen, den unteren Rücken nochmal ausrollen. Und dann komm über die rechte oder linke Seite gerollt. Bleib für einen Moment hier in der Seitenlage, atme einmal ein, atme aus. Komm langsam hoch. Komm nochmal in eine sitzende Position hinein. Ich stehe hier gerade die gerollte Decke, um mich hinzusetzen. Und spür nochmal kurz nach, wie sich dein Körper jetzt anfühlt, nach all den Dehnungen, dem Rollen der Füße, zum Ende hin dem Öffnen des Brustkorbes. Leg deine Hände vors Herz und leg sie auf dein Herz und bedanke dich für dir selbst, für die Zeit, die du dir genommen hast, um auf dich selbst zu achten. Ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast, mit mir auf YouTube zu praktizieren. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du das Video mochtest. Hinterlass mir einen Kommentar. Jede Interaktion mit dir, mit mir hier auf YouTube hilft mir einfach, das zu teilen, was ich so sehr liebe. Yoga für jeden zugänglich, für jeden Körper. Ich kann kein Yoga. Es gibt ein Yoga, eine Bewegung, die für jeden passt. Es macht dir vielleicht keinen Spaß. Das ist ein anderes Argument, aber nicht, dass du es nicht kannst. In dem Sinne, Daumen hoch, aktiviere meinen oder abonniere meinen Kanal, wenn du noch nicht abonniert hast. Ich bedanke mich bei dir, hab einen wundervollen Tag. Tschüss!